Hallo, lange ist's her, aber jetzt gibt es wieder ein paar Sachen hier auf meinem Kanal. Eine ziemlich lange Pause. Ich habe einen Card Market Shop bin jetzt auch schon auf zwei Conventions gewesen. Aber jetzt gibt es hier wieder ein paar. So, hier mal die Special Edition von Cybernetic Horizon. Gerade frisch aufgemacht. Die Promokarten zum ersten Mal Spiral, Superagent, Necrofusion. Necrofusion ist ziemlich gut, finde ich ganz persönlich. Als Spiral bin ich jetzt nicht so der Fan, aber es geht. So, dann hier ein paar Gurke-Karten nochmal dazu. Drachenanhalter Ritter, Luin und Edler Ritter Kustinin. Zentralfrosch. So, alles noch Commons, noch der Rest. Das nächste. Schildnutzer, Kontaktor, Goki, oh, tiefes Grab und Corsadia Maximus. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Gimmies, oberster König des Tages und noch ein edler Ritter. Noch einmal Corsadia, Cyberdrache 4. Ja. So. Schachtel. Immer schön den Müll trennen. Karton zu Karton. Plastik zu Plastik. So, die Promokarten. Okay, hier sehen wir jetzt die anderen. Öffnen wir es mal. Also ganz besonders diese hier. Sehr, sehr schön. Nummer 38 Hoffnungsvorbote Drachen-Titanen-Galaxie. Rang 8, sei Monster Stufe 8, kann Zauberkarten annullieren, Angriff auf sich lenken und ewige Galaxie. Die wird man jetzt nicht so spielen, aber die andere ist ziemlich gut. So, dann öffnen wir hier nochmal das nächste. Kreuzen und Crossadia Magius. Und noch einmal. Paladin. Und. Ach, winziger Hexenlehrling. Nicht so schlecht, winziger Hexenlehrling. Ist noch immer sehr beliebt. Okay, ich sehe jetzt da schon was. Mantrawichtel, Kerzenpuppe und der Milliardendrachen, einer dritte Askalon. Naja. Aber Drachen, ich glaube, die sind halbwegs spielbar. Auch wenn es Synchros sind. Aber man kann, glaube ich, ganz leicht auch den Kassadrachen eben wieder rausholen, auch mit dem Synchro des Königs oder sowas, weil die alle Stufe 6 sind. Also ich glaube, da wird es halbwegs gut gehen. Oh, okay, was Stacheldrachen und oh, Mikretter des Morgensterns. Der ist da drinnen. Okay, habe ich gar nicht gewusst. Oh, die erste Secret. Die erste Secret. So, nächstes. Network Ritual und Hippo-Hoshiningen. Das Gegenstück zur Hexe. So, das nächste. Goki, der Riesenrogger und Mana-Drache Zirnitron. Ich finde den Effekt gar nicht so schlecht eigentlich von dem Zirnitron, aber irgendwie. Zuerst müssen wir mal auf den Friedhof haben oder so. Und der Gegner muss eine Zauber- oder Fallkarte zerstören. Dann ist er auch wieder weg. Also. Lieber den Platz für was anderes benutzen. So, das nächste. Drachenleiter und Gefahrzone. Da hätte ich mir jetzt auch was Besseres vorgestellt. Oh, da hat man nicht schon an. Genau das hier. So. Und das nächste. Okay, machen wir ein bisschen Ordnung, dass man hier auch was sieht. Und Überlebender, das Weltvermächtnis. Oh, wir haben da noch eins. Simtablier und Crossadia Maximus. So.
So, mit dem hätten wir dann die Hälfte. Das Stachelrochen Drachen hätte ja Senatus. Okay. Man trage Talisman Raune und Elementarherrscher. So. Unterbrechungsbeschränker und edler Ritter Kustinin. So, mach mal ein Galaxie. Nummer 38. Nächstes. Paladin der Sturmdrachen und noch ein edler Ritter. Dum 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 dum. Öffnen wir die Packs. Kontaktor. Mantrawichtel, Kerzenpuppe, Überlebender. Und das nächste. Hippo-Schiningen. Wieder ein Spiral. Spiral. Na. Goki, Crusade Maximus. Das nächste Pack. Es ist so spannend. Weltvermächtnis Weltkrone, eigentlich nicht schlecht. Und ein Elementarherrscher. Ich finde die Rares manchmal sogar besser als die Super. Ah, da. Erneuerung der Welt und Reich der Gefahr. Wisst ihr, was haben wir noch? Drei davon sind noch hier. Salve Hexe. Cusati Magius. Spiegelkraftwerfer. Weil Spiegelkraftwerfer für jede Spiegelkraft gelten, dann wäre das ja besser. Aber so. Erneuerung und Gefahr Nessie. Na, endlich. Aber es ist schon die zweite Secret, also Chancen stehen nicht schlecht, dass eine dritte dabei ist. Aber immerhin. Gefahr Nessie dabei. Gefahr ist ja jetzt durch die neue Bandliste ein bisschen besser geworden, überhaupt weil Kartenzerstörung dabei ist. Und sie kriegen ja noch Support. Im nächsten Hauptsitz. Also lassen wir uns überraschen, was noch alles auf uns zukommt. So, dann ist seine dritte Wahl und dann Drachenherz Senatus. Dr. Schildnutzer, Cyberhexe, Hippo-Hoshiningen. Ich möchte noch mehr davon haben. Ach, schon wieder. Schon wieder der Drachenanhalt. Okay, ich möchte doch nicht mehr von denen haben, ich möchte mehr von den anderen Ultras haben. Ach, egal. So, die letzten drei Booster hier. Neuerung der Welt, winziger Hexenlehrling. Und Relichtel, Kerzenpuppe und noch ein edler Ritter. Und jetzt. Da muss was drinnen sein, da muss was drinnen sein, was ganz Gutes, was ganz Gutes. Das letzte. Extra Null. Ungeheuer Magieangriff. Goki Ringtrainer.
seines Ritual. Oh, das war schon. So, der Maximus. Okay. Sind da noch die? Was wir hier haben. Jede Menge Rares. Die Mantra-Wichtel sind aber ziemlich gut. Zum Glück habe ich da halbwegs viele eigentlich bekommen. Dann Weltkrone. Drachenhand hätte ja, okay. Nochmal ein Talisman, nochmal. Nochmal hier. Endemis, tiefes Grab ist jetzt auch nicht so schlecht, aber es gibt natürlich bessere. Dann schauen wir uns Supers an. Winzige Hexenerding, Hippo-Schinningen, Cossadia Magius, Maximus, nochmal ein Hippo-Schinningen, Edler Ritter, nochmal Hauschinigen, Hexenlehrling, Magius, Edler Ritter. Von denen hier nur vier. Das ist sehr schlecht. Das ist wirklich sehr schlecht. Aber immerhin ein Gefahr Nessie und ein Mech-Ritter des Morgensterns. Ups. Das geht. So. Dann noch habe ich noch später noch Tinboxen und noch jede Menge Pokémon-Produkte. Ja. Bis zum nächsten Mal.